Ahoi ihr Lieben, so würde euch der Schiffstester Matthias Mohr in seinen Videos begrüßen. Und weil er auf der Color Line, auf der Color Fantasy oder Magic nicht filmen durfte oder sehr eingeschränkt filmen durfte, machen wir das jetzt einfach für ihn. Und anfangen tun wir mit unserer wunderbaren Kabine. Und Stefan macht jetzt mal den Schwenk hier auf die Kabine. Ein relativ großes Bett. Ich sehe schon, ich werde mit den Füßen raushängen. Haben wunderbaren Blick. Dazu muss Stefan einfach mich mir dann folgen. Und zwar haben wir Meerblick. Das Problem ist, wir haben momentan kein Meer, sondern haben nur Stener Line Blick. Wobei ich würde behaupten, dass mit dem Schiff, wie heißen sie denn nochmal? Uwe und Iris und Uwe, weil das ist die Stena Germanica, mit der sind sie gefahren. Und zwar auf der Rücktour. Ja, ich denke mal, ausreichend ist sie. Von Fernseher haben wir hier hinten. Ja, also ganz normaler Fernseher, ob wir den gucken werden, weiß ich nicht. Zwei Steckdosen leider nur, keine USB. Das hätten wir uns ein bisschen besser gewünscht. Dann haben wir dort hinten eine Minibar versteckt. Mal gucken, ob sie befüllt ist. Nö. Also wir haben einen Mini-Kühlschrank. Immerhin kann unser Obst rein. Genau. Packen wir mal das Obst da rein. Ist das wenigstens gekühlt. Ja. Stauraum. Da können wir echt nicht meckern. Was haben wir hier noch? Ein Föhn. Trockner. Ja, und dann gucken wir mal ins Bad. Frisch gereinigt noch alles. Genau. Ja, wie man es halt auf einer Fähre gewohnt ist. Es ist halt kein Luxusbad, aber es reicht, um sich fertig zu machen. Und ich denke mal, ja, breit genug ist es. Das funktioniert. Dann für euch, wir sind in der Kabinennummer 9940, sind Achtern, also relativ weit am Ende des Schiffes, auf Deck 9. Es sind noch zwei weitere Decks. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was das Schiff noch so zu bieten hat. Backbordseite sind wir richtig? Wir sind, ich sag mal links, in Fahrtrichtung Backboard. Links. So würde das der Busfahrer sagen oder jeder andere auch. Ja, haben wir noch mehr zu berichten? Nö, hier aus der Kabine nicht, aber wir schauen uns auf jeden Fall das ganze Schiff an. Ja, das ist das Innere des Schiffes. Wir haben hier das Mamma Bella, das ist ein italienisches Restaurant. Und ansonsten sind das hier die Shoppingläden. Auch Kabinen, wie man sieht, es gibt Innenkabinen. Ja, und hinten sieht man, dass wir auf der Fantasy sind. Das zeige ich nochmal zur anderen Seite. Nett gestaltet, halt so eine kleine Innenpromenade. Mit gläsernen Fahrstühlen. Herzlich willkommen auf dem Helikopterlandeplatz, würde ich mal sagen. Also in der Mitte, das sollten dann wahrscheinlich die Helikopter landen, wenn mal was ist. Wir sind ganz hinten am Deck, also heißt Achtern, genau. Eine kleine Bar mit Getränke und so weiter. Hier werden liegen, kann man sich aufsetzen. Jetzt kommt natürlich auch gerade eine Durchsage. Oder auch nicht. Doch, also, das ist die Sundeck Bar. Nach der Durchsage können wir natürlich jetzt auch wieder weitermachen. Ja, herrlichstes Wetter ist es im Moment, ist natürlich nicht immer so. Aber wir sind auch im Sommer und haben, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch mal gutes Wetter ist, natürlich sehr hoch. Wir sind jetzt hier auf Deck 13. Hier gibt es die Teens Bar, die Burger Bar, wo wir gerade vorstehen. Natürlich das Sundeck, also Sonnendeck. Die Richtung geht es nach vorne. Das hier ist dann die Teens Bar. Plaza. Plaza, so gesagt. Ja, so muss es starten mit dem Super. Ja, wir sind hier auf irgendeinem Sundeck. Ja, das ist das Sonnendeck hier.
und zwar die Mitte, eben gerade die Bar. Wir gehen jetzt in die Richtung noch weiter und schauen mal, wie weit wir da kommen. Wir sind jetzt hier im Observation Club, glaube nennt sich das. Jetzt bieten sie Kuchen an, aber keine Selbstbedienung. Wir sind jetzt hier gerade auf Deck 15. Auf Deck 14 ist der Tower Night Club, also die Bar, die Disco. Deck 12 ist ein Conference Center. Dann gibt es 11, 10, 9 und 8 sind die Kabinen. Und auf der 7 sind die ganzen Läden etc. Und hier nachher im Grand Buffet Deck 6, da sind wir. Ja, wir warten zum jetzt. Zum Abendessen, ne? Ja, so sehen diese Kabinengänge aus. Die Kabinen selber sind ganz nett gestaltet mit so einer irgendwie Schotttür. Sehr witzig gemacht. Logo ist immer irgendwie auf dem Teppich. Ja, auf dem Weg zur Kabine. Und unsere Kabine. Genau, die 9940. Da es gleich losgeht, werden wir natürlich jetzt gleich für die Ausfahrt ein paar Aufnahmen vorbereiten. Jetzt sind wir wieder auf Deck 12, schauen uns hier mal ein bisschen um. Schöne Aussicht auf jeden Fall noch auf das Denkmal auch von La Boe. Und hier auf Deck 12 gibt es ein Cinema, ein Aqualand, das sind so ein paar Whirlpools und vor allen Dingen ein, ja, ich sag mal Adventure, steht Adventure Room oder sowas, also ein bisschen was für die Kinder und auch eigentlich noch Jugendliche, die können sich hier noch ein bisschen austoben und entspannen. Hier haben wir nochmal so eine kleine Shopping-Welt, den Tax-Free-Shop, also alles was zollfrei ist, aber immer natürlich darauf achten, wie viel man mitnehmen darf. Kleine Treppe nach oben, jetzt ist es 3:15. Also sind wir schon eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und hier hinten haben wir das Restaurant. Ja. Ich glaube, das war das à la carte Restaurant hier. Nein. Dann schauen wir noch mal nach hinten raus. Wie man sieht, hier geht es zur Sache. So, wir sind jetzt hier im Oceanic à la carte Restaurant, also damit man auch weiß, wo wir genau sind. Das Ganze hier ist auf 2 Ebenen untergebracht und mit natürlich einer schönen Aussicht nach hinten raus. So, auch Parfümerie gibt es natürlich hier, Duty, also Tax-Free, kleine Sushi-Bar, also für Snacks und so weiter ist hier überall vorgesorgt. Muss man allerdings alles extra natürlich bezahlen und ist im Reisepreis nicht mit inbegriffen. Genauso wie hier sind noch die Toiletten, genau. Und genauso wie das Essen ist natürlich auch nicht im Reisepreis inbegriffen, es sei denn, man macht eine, ja, ich sag mal, Wochenendkreuzfahrt, eine Schnuppertour. So, hier sind wir im Donkey Pub, auch Live-Musik. Und ja. So eine etwas stylische Bar. So, und hier auf dem Deck 7 ist
ist natürlich auch, befindet sich natürlich auch die Rezeption und hier eine Promenadencafé. Es sind ja alles irgendwie Bars. Ja, auch sehr schön. So, das ist der Weg jetzt zum Grand Buffet, wo wir nachher uns ja, einquartiert haben oder beziehungsweise uns Tisch reserviert haben und auch das Essen dort bestellt haben. So, das ist hier das Grand Buffet. Sieht auch sehr schön aus. Ist halt nicht im Reisepreis inbegriffen für die, die die Fähre nutzen. Es gibt da Specials ja, wie gesagt, für die Kurzkreuzfahrer. Die haben dann hier auch das Buffet mit drin. Und ich glaube, Kostenpunkt war ungefähr 40 Euro. Können wir euch aber gleich einsetzen. Genau. So, und da hinten ist das. Also da hinten ist das Buffet-Restaurant. Ah ja, das sieht man ja auch genau. Da hinten ist dann das Buffet und das aufgebaut. Das blenden wir euch dann gleich ein. Wir wollen die Gäste jetzt erstmal hier nicht stören. Und nachher, wenn wir dann essen, werden wir einmal kurz drüber filmen. So, kommen wir in die Area. Alles, was unter 18 ist, ist hier verboten und Filmen und so weiter auch. Deswegen zeigen wir es einfach nur, das Casino. Wie es drin aussieht, keine Ahnung, haben wir uns jetzt noch nicht angeguckt, aber ich glaube auch nicht, dass wir reingehen. So, wir sind wieder auf Deck 9, also kurz vor unserer Kabine. Wir haben einen tolleren Ausblick hier, also das macht schon Fetz, hier lang zu fahren. Noch ein paar Details zur Color Fantasy. Sie ist 224 Meter lang, circa 41 Meter breit. Gebaut wurde sie 2004 und ich weiß nicht, wie wir da sind, ich glaube 75.000 Tonnen kann das sein. Kann so schwer so ein Tisch? Ja. Also sind es 75.000 Tonnen und Leergewicht, glaube 6.100 Tonnen. Also ganz schön. Schwer das Ding, also wollen wir nicht drunter liegen, obwohl hier kannst du drunter liegen, bist ja im Wasser, fällt nicht so auf. Ja, was kann man noch zu diesem Schiff sagen? Es gibt ein Schwesterschiff, die Color Magic, die wird uns irgendwann heute uns kreuzen. Ja, ob wir es erleben, wissen wir nicht. Auf jeden Fall habt ihr noch ein paar Informationen zu diesem Schiff. Ja, rechnen müsst ihr, wenn ihr bezahlen wollt, immer Euro in norwegischen Kronen, denn alles wird hier in norwegischen Kronen ausgewiesen. Aber es gibt an der Rezeption so einen netten Zettel, wo auch die Preise draufstehen, dass man weiß, was ein Euro, wie viel norwegische Kronen. Das sind in der Regel ganz einfach, rechnet immer mal 10. 10 norwegische Kronen sind 1 Euro. Und noch was, was die Bezahlung angeht, bezahlen kann man natürlich in Euro. Und je nachdem, was ihr für einen Kassierer da habt, kriegt ihr entweder das in norwegischen Kronen wieder zurück oder in Euro. Je nachdem, was er da gerade verstanden hat. So, wir sind wieder auf unserer Kabine angekommen. Das ist also die Tour gewesen. Aqualand sind wir nicht reingekommen, ins Spa auch nicht. Kommen wir eh nicht rein mit der Kamera. Cinema wirst du auch nicht filmen dürfen. Das ist ja das, was Matthias Mohr, der Schiffstester, an Problemen hatte. Denn er wäre nirgendwo, hätte er großartig filmen können und ja, dann lohnt sich's nicht. Es ist relativ teuer nochmal für euch, wenn ihr einfach nur eine Überquerung macht mit einer, also mit einer Meeresblickkabine, seid ihr Pi mal Daumen inklusive Buffetessen für zwei Personen bei 592 Euro. Wenn ihr das billiger haben wollt, dann macht einfach mal eine Mini-Kreuzfahrt. Die gibt es ab 329 Euro. Das lohnt sich dann schon eher. Schön ist es auf jeden Fall, wir empfehlen es euch, das mal zu machen. Aber wir empfehlen euch die Mini-Kreuzfahrt, denn da sind viele Sachen bereits im Preis inklusive. Sonst, egal wo du bist, du bezahlst alles extra. Ja, und den letzten Take, den lasse ich Stefan noch. Der darf noch mal was sagen. Und ja, lasst euch überraschen, was er sagt. Ich weiß es nämlich nicht.
haben wir eins noch gemacht, bevor wir nämlich hier völlig in den Feierabend gehen. Ja. Und zwar haben wir uns die Show hier angeschaut. Die Show Born This Way geht immer von Kiel nach Oslo, zumindest im Juli. Nächstes Monat wird schon wieder eine neue Show sein. Mhm. Umgekehrt ist I Love New York. Und wir müssen sagen, man muss sich das vorstellen, es ist immer noch eine Fähre. Das ist kein Kreuzfahrtschiff hier. Mhm. Es ist eine Fähre. Und dafür war die Show einfach nur, und zwar fünfmal nach oben. Hammer. Wirklich. Richtig. Bombastisch gut gemacht, mit vielen Effekts, mit super gutem Gesang. Also alle Künstler konnten echt gut singen. Ja. Da war nichts vom Playback oder sonst sowas. Also, und aktuelle Songs sowie auch, ich sag mal, richtig Songs, die. Geile 80er-Rock-Songs. Ja, also wirklich sehr bekannte, und das haben die wirklich gut performt. Und dazu noch getanzt und gemacht und getan. Also Wahnsinn, Daumen echt hoch. Und fürs Auge war auch was dabei. Ja. Ja. Kann man auch dazu sagen. Ja, also wie gesagt, schaut euch die Show an, sie ist kostenlos, ne? Es kostet ja viel hier auf dem Schiff extra. Aber das ist echt mal kostenlos. Genau. Schöne Sache, wirklich. Definitiv nicht umsonst, sondern nur kostenlos, denn die war richtig gut, die richtig Show. Richtig gut. Empfehlenswert, sollte man auf jeden Fall tun. Auf jeden Fall mal, ja, genau. Nutzen, machen, wie auch immer. Alles klar. Den letzten Blick schweifend auf das Wasser gerichtet. Schön von hier oben zu sehen. Ja, letzte Blicke noch aufs Land, aufs Festland, und dann sind wir gleich richtig auf der Ostsee. Irgendwann haben wir vielleicht noch mal Glück und sehen noch die Öresundbrücke. Aber wann die genau auftaucht, das wissen wir zurzeit auch noch nicht genau. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wünschen allen eine schöne Sommerreise, wo es auch immer hingeht, und oder Kreuzfahrtreisen oder was auch immer ihr veranstaltet. Und wenn ihr wollt, dann schaut doch mal gerne bei uns bei den anderen Kreuzfahrt-Bulli ja, YouTube-Videos vorbei. Da haben wir dann noch ein paar Sachen über unsere Reisen, wenn es nicht mit dem Schiff losgeht, sondern mit unserem Kreuzfahrt-Bulli. Und von daher, bis dahin eine gute Zeit. Tschüss! Natürlich, ich habe ja auch noch was vergessen. Schaut auch gerne mal beim Schiffstester Matthias Mohr vorbei. Der hat ganz viele tolle Videos, was das Reisen mit den Schiffen betrifft und Kreuzfahrten. Lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin!